Wie schafft es ein Programmierer, den Vorstandsvorsitzenden kennenzulernen? Ich habe einen Wettbewerb gewonnen. Der junge Programmierer Caleb kann sein Glück kaum fassen. Er gewinnt den Hauptpreis in einer firmeninternen Lotterie und darf Nathan, das öffentlichkeitsscheue Mastermind des Riesenkonzerns, kennenlernen. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ja, das freut mich auch, Caleb. Lassen wir doch den ganzen Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Scheiß. Cheers. Das hier ist kein normales Haus. Es ist eine Forschungseinrichtung. Ich will mit dir über das größte wissenschaftliche Ereignis der Geschichte der Menschheit reden. Entwickelst du künstliche Intelligenz? Eine ganze Woche lang soll er zusammen mit dem Technologieguru in dessen hermetisch abgeriegelten Hightech-Bungalow in den Bergen Alaskas leben. Nathan arbeitet dort im Verborgenen an der Verwirklichung eines ambitionierten Projekts. Künstliche Intelligenz. Die Herausforderung ist, dass obwohl du weißt, dass sie ein Roboter ist, trotzdem glaubst, dass sie ein Bewusstsein hat. Die neueste Schöpfung des genialen IT-Eremiten ist der verblüffend menschlich wirkende Roboter Ava. Caleb soll feststellen, ob die Maschine zu eigenständigem Denken fähig ist und über ein eigenes Bewusstsein verfügt. Möchtest du mein Freund sein? Natürlich. Ist das überhaupt möglich? Warum denn nicht? Er möchte mit mehreren Tests herausfinden, ob er tatsächlich künstliche Intelligenz erschaffen hat. Aber es handelt sich um eine Art Schachspiel, das in Nathans Kopf stattfindet. Und er ist immer mindestens 24 Züge voraus. Du hast das Gebäude hier noch nie verlassen. Wir könnten das zusammen machen. Ist sie von dir programmiert worden, mit mir zu flirten? Ava und der Hausgast finden bei ihren Sitzungen schnell einen Draht zueinander, während der exzentrische Nathan für Caleb so rätselhaft wie unberechenbar bleibt. Du darfst Nathan nicht vertrauen. Du darfst auf nichts vertrauen, was er sagt. Irgendwann sehen die KIs auf uns zurück. Als aufrechtgehende Affen. Dazu verdammt auszusterben. Normalerweise benutze ich für meine Rollen eigene, frühere Erfahrungen oder Verhaltensweisen, die ich anderen abgeschaut habe. Aber hier konnte ich das nicht. Mit Ava haben wir etwas vollkommen Neues erschaffen. Was passiert mit mir, wenn ich bei deinem Test durchfalle? Ava. Ist das was Schlimmes? Ich weiß es nicht. Glaubst du, ich werde vielleicht abgeschaltet, weil ich nicht so funktioniere, wie es von mir erwartet wird? Ava, diese Frage kann ich dir nicht beantworten. Darauf habe ich keinen Einfluss. Warum hat jemand darauf Einfluss? Hast du jemanden, der mit dir Tests durchführt und dich vielleicht abschaltet? Nein, habe ich nicht. Warum ich? Schon aufgrund des begrenzten Produktionsbudgets von nur knapp 11 Millionen Dollar ist der Film sehr reduziert. Fast kammerspielartig dreht sich alles um die Beziehung zwischen Nathan, Caleb und Ava. Zudem ist der Film perfekt durchgestylt und hochspannend. Anschauen. Ist es seltsam, etwas erschaffen zu haben, das dich hasst? Was hast du mit Ava gemacht?